Gebratene Entenbrust hat den Vorteil, dass sie ein bisschen weniger Arbeit macht als eine ganze Ente, dass man auch für sehr viele Personen Entenbrust machen kann. Und deswegen zeige ich euch heute mal, wie das geht. Und damit herzlich willkommen bei Snackstuff kocht. Hier habe ich die Entenbrüste. Ich meine da, dass das ungefähr 8 Entenbrüste gewesen sind, ungefähr 340 Gramm. Man muss die Entenbrust, meist kauft man sie ja gefroren, man muss sie erst auftauen lassen. Ich würde sie abends aus dem Gefrierfach nehmen und dann einfach draußen über Nacht auftauen lassen. Im Kühlschrank könnte das dann ein bisschen länger dauern. Dann muss man, sobald die Entenbrust aufgetaut ist, muss man die restlichen Federhälse entfernen mit einer Pinzette. Da sollte man sich schon pro Entenbrust so 5 bis 10 Minuten Zeit nehmen. Und da wirklich ordentlich arbeiten, weil es einfach unangenehm ist, wenn man die später bei der fertigen Ente dann noch mit auf dem Teller hat. Hier ritze ich die Entenbrust in circa 1,5 bis 2 cm Abstand mit dem Messer leicht ein, sodass die Haut durchgeschlitzt ist, aber das Fleisch nicht verletzt wird. Danach trocknen wir noch die Entenbrust ab, damit sie schön trocken ist. Das kann man entweder mit einem Küchentuch machen, was danach auch wirklich dann ausgekocht werden muss, sehr schnell wegen der Hygiene, oder mit einem Küchenpapier. Hier habe ich jetzt eine Grillplatte. Die meisten werden natürlich keine Grillplatte zu Hause haben, deswegen, das geht genauso in der Pfanne. Ein wenig Butterschmalz oder geschmacksneutrales Öl in die Pfanne und dann die Pfanne richtig schön heiß werden lassen. Wir pfeffern noch die Entenbrüste und geben sie dann mit der Hautseite nach unten auf die heiße Grillplatte oder in die Pfanne. Auf der Hautseite braten die Brüste dann circa 3,5 bis 4 Minuten an. Dann kommen sie nochmal für 30 Sekunden auf die Fleischseite, ein bisschen Salz drüber und dann können die Entenbrüste aufs Backblech. Den Backofen habt ihr dann bei 120 Grad schon vorgeheizt, Ober-Unterhitze. Und die Entenbrust kommt dann für ca. 40 Minuten in den Ofen. Hier habt ihr jetzt schon die Kürbissuppe gesehen, die wir als Vorspeise essen. Dann haben wir noch Kartoffelknödel aufgesetzt und noch eine Soße. Die Soße hatten wir noch eingefroren vom letzten Gänseessen. Man kann die Soße aber natürlich auch einfach noch frisch machen. Da würde ich ein paar Zwiebelchen anbraten, ein bisschen Wurzelgemüse anbraten, dass es schön ein bisschen braun wird. Und dann Entenfond drüber, den dann stark einkochen lassen. Danach noch den Bratensatz hier von den Brüsten, den ihr jetzt hier auch seht, noch dazugeben. Eventuell ein bisschen Soßenbinder dazu. Ein bisschen Sahne könnte man noch mit hinzugeben und dann hat man auch eine schöne Soße. So, hier lassen wir jetzt nach 40 Minuten im Ofen, gießen wir das Fett und den Bratensaft in eine Schüssel und geben die Entenbrüste nochmal bei 250 Grad Grill für 7 Minuten in den Ofen. Man muss von dem Bratensatz das Öl absondern, weil es einfach zu viel Fett ist, viel zu fettig ist. Hier haben wir das mit so einer Bratenkanne gemacht. Da setzt sich natürlich oben das Fett auch ab. Und wenn man dann die Flüssigkeit abgießt, seht ihr auch hier, dass unten in dem Ausgießer nur die dunkle der Bratensatz ist und oben das Fett bleibt dann in der Kanne. Das Fett wird dann auch fest, wenn man es eine Stunde oder zwei stehen lässt und man kann die nächsten Tage dann schön Bratkartoffeln zum Beispiel machen. Wir haben jetzt hier noch einen Bratenthermometer in die Brüste gesteckt. Wir sind auf ca. 75 Grad Kerntemperatur gekommen, weil wir die Brust in der Summe dann doch eine Stunde drin hatten. Das war natürlich zu lang. 40 Minuten im Ofen, normal bei 120 Grad und dann 7 Minuten unterm Grill sollte wirklich reichen, damit man dann die Kerntemperatur von 62 bis 65 Grad erreicht, was dann eben dazu führt, dass sie schön rosa innen ist. Hier ist sie jetzt gut durchgebraten, hat aber trotzdem schön zart geschmeckt. Also je nachdem, wie man es möchte, muss man es dann eben von der Bratzeit her variieren.
Ich wünsche einen guten Appetit und dass es gut gelingt und bis zum nächsten Mal. Ciao.